Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Studien haben wir ein neues Immunprotein identifiziert und auch charakterisiert, was Coronaviren inhibieren kann, das heißt eine antivirale Aktivität hat. Mein Name ist Stefanie Fender. Ich habe hier eine Juniorprofessur an der Ruhr-Universität Bochum inne. Mir hat sich sehr viel verändert. Ich arbeite seit mehreren Jahren schon auf Coronaviren. Natürlich jetzt durch das große Interesse bekommen wir sehr viele Anfragen, Kollaborationsanfragen, Leute, die etwas von uns natürlich möchten, sodass den ganzen Tag mein Telefon klingelt, mein E-Mail-Postfach überfüllt ist. Aber es ist auch toll, es ist eine gute Chance für mich, wissenschaftlich dort wirklich mich jetzt als Wissenschaftlerin in Deutschland zu etablieren. Ziel dieser Studie war, neue Proteine zu identifizieren, die antiviral gegen Coronaviren im Allgemeinen wirken. Wir haben diese Studie vor 3 Jahren gestartet. Und zwar bin ich da nach New York geflogen in ein Labor und habe dort einen Screen durchgeführt, wo wir verschiedene Gene oder Proteine getestet haben, die antiviral gegen Coronaviren wirken könnten. Und haben dort dann einen sehr deutlichen Hit identifizieren können, das Protein Ly6E, worüber unsere Studie auch handelt. Und haben dann in den darauffolgenden Jahren das näher charakterisiert, das heißt geschaut, wie inhibiert das wirklich die Coronavirus-Infektion. Und ganz wichtig natürlich jetzt auch im Hinblick auf diese Pandemie, wir haben diesen Screen gemacht mit einem endemischen Coronavirus, das war ein Erkältungsvirus, haben aber dann natürlich auch noch gezeigt mit den hochpathogenen Viren, wie dem ersten SARS-Coronavirus oder auch dem MERS-Coronavirus, aber natürlich auch dem SARS-Coronavirus 2, dass auch dieses inhibiert werden kann. Wir haben dann gesehen, dass dieses eine Protein, dieses Ly6E-Protein, wirklich sehr stark die Coronavirus-Infektion verhindern kann. Wir sind dann noch ein bisschen tiefer mechanistisch gegangen, haben dann geschaut, welcher Prozess wird quasi verhindert. Ist es die Replikation, das heißt die Vermehrung von den Viren? Ist es ein anderer Schritt? Und tatsächlich haben wir herausgefunden, dass der Eintritt von den Viren verzögert ist. Das heißt, dass dieses Protein den Eintritt von den Coronaviren quasi verhindert. Sagen, wir machen Grundlagenforschung. Uns geht es darum, die Interaktion von den Zellen mit den Viren zu verstehen. Das Protein, was wir jetzt identifiziert haben, das kann man natürlich jetzt erstmal nicht therapeutisch so einsetzen. Das heißt, wir würden nicht dazu anraten, dieses Protein künstlich zu stimulieren im Körper, um dann zu sagen, oh, dann habe ich einen Schutz vor Coronaviren. Also das auf keinen Fall. Denn ein körpereigenes Gen, wenn man damit dieses moduliert, hat das natürlich auch oder kann das negative Folgen haben. Gerade unser Protein ist auch assoziiert zum Beispiel mit Krebserkrankungen. Unser Protein konnte auch gezeigt werden, dass es zum Beispiel die Infektion von anderen Viren fördert. Das heißt, es ist jetzt keine clevere Strategie, dieses Protein per se hochzuregulieren oder zu aktivieren. Man könnte aber überlegen, dass wenn man herausfindet, genau wie ist der Mechanismus, das heißt, wie kann unser Protein spezifisch die Coronaviren inhibieren, dass man dort langfristig therapeutisch ansetzen kann und das quasi mit kleinen Molekülen nachstellen kann. Also dass man nicht direkt die Proteine oder auf die Proteine abzielt, sondern versucht einfach den Mechanismus zu kopieren.